Veritas. Sie kennen den Spruch sicher, liebe Zuschauer. Aber bevor man die Wahrheit im Wein finden kann, müssen die hier erstmal vom Rebstock. Willkommen zur aufregendsten Zeit des Jahres in dieser Region, zur Meißner Weinlese. Ja, wir sind sozusagen bei den Eskimos unter den Winzern im nordöstlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands, im kleinsten und in einem der ältesten. Die Lese beginnt hier, wie überall, wenn die Öxle stimmen. Sag mal, wusstest du eigentlich vorher, was Öxle sind? Nein. Dann lassen wir uns das mal von einem Fachmann erklären. Diesen Weinberg mitten im Spargebirge erwarb 1873 der legendäre Vinzenz Richter aus Meißen. Heute bewirtschaftet ihn der Ururenkel. Ein eleganter Abstieg auf dem steilen Hang will übrigens erstmal gekonnt sein. Winzer Thomas Herrlich, Sie sind jetzt genau der richtige Mann für uns. Was hat's denn nun mit dem Öxel auf sich? Ja, die Öxel ist unser Winzermaß für den Zuckergehalt in den Trauben und im Most. Wenn Sie mal halten, zeige ich Ihnen das mal. Hier vielleicht noch eine kleine Traube. Und diese noch. Und dann muss hier der Most auf das Prisma geträufelt werden. Mhm. Klappe zu. Und dann schaut man hier durch. Und wo die blaue Linie ist, liest man die Öxel ab. Madeleine, mit Winzerblick. Und ein guter Wein müsste jetzt wie viel Öxel haben? Mindestens? Ein Qualitätswein in Sachsen müsste 60 Öxel haben. Und was lesen Sie jetzt? Liegen wir knapp drüber. 62. Nun haben ja die Menschen und die Trauben in diesem Jahr relativ wenig Sonne abbekommen. Wie wird denn da der Wein 96? Natürlich haben wir 1996 etwas weniger Sonne abbekommen wie 94 oder 95. Doch wir müssen jetzt mit den letzten Sonnenstrahlen noch leben und müssen daraus versuchen, das Beste zu machen. Ich denke aber doch, dass wir eine gute Qualität auch diesmal wieder in den Keller bekommen. Am besten, ich zeige Ihnen das mal, wie wir aus den Trauben Wein machen. Kommen Sie mit in den Keller. Ja, wäre auch ganz gut, wenn die Butter mal von der Schulter kommt jetzt. Ja, als Winzer-Neuling hat man es nicht leicht. So, jetzt schnell die Trauben in die Mühle. Ja, besser ist. Bis zum romantischen Glas Wein bei Kerzenschein ist es noch ein Stück. Ganz unromantische Arbeit. Zuerst wird aus den Trauben jeder Tropfen Saft, der Most, gepresst. In modernen Stahltanks reift hier dann der edle Meißner, Müller-Thurgau, Riesling, Traminer, Grauburgunder und wie sie alle heißen. Vom Gut Thomas Herrlich stammt ein herrlicher Tropfen, ein Wein, der wirklich nur hier gekeltert wird, der Meißner Schieler. Das Geheimnis seines Namens und manches andere wollen wir jetzt mit klarem Blick in Meißen erkunden. Ich glaub's nicht, also am Schieler kann's nicht liegen. Es sind die Kuriere des Königs. Das ist ja ein Ding, nichts wie hinterher. Zur Zeit Augustes Starken brauchte man zu Pferd noch gut einen halben Tag von Dresden nach Meißen. Heute lassen sich die 25 Kilometer mitunter doch schneller zurücklegen. Meißen, die Stadt des Weins, der blauen Schwerter und der Ort, an dem die Geschichte ganz Sachsens beginnt. Auf dem Berg, hoch über der Elbe und dem Flüsschen Misny lässt König Heinrich I. bereits 928 eine Burg errichten. Von hier rückte er gegen die heidnischen Slawen zu Felde. Sein Sohn, Kaiser Otto, begründet wenig später die Mark Meißen. Und bald schon zieht auch der Bischof mit auf den Burgberg. Mit dem Bau des prachtvollen Doms wird 1260 begonnen. Die beiden mächtigen Türme aber kamen erst 1908 hinzu. Über das Innere des Doms äußert sich Goethe bei einem Besuch 1813 höchst verzückt. Inwendig ist es das schlankste, schönste Gebäude jener Zeit, die ich kenne. Durch keine Monumente verdüstert, durch keine Emporkirche verdammt.
Und das ist König Heinrich I. mit seiner Gemahlin Adelheid. Wovon sie noch nichts ahnten, war der Siegeszug des Meißner Weins. Denn erst der berühmte Bischof Benno soll Anfang des 12. Jahrhunderts die ersten Rebstöcke nahe des Burgbergs gepflanzt und somit den sächsischen Weinanbau begründet haben. Der Geist kann im Trocknen nicht wohnen, murmelte schließlich schon der heilige Augustinus im Gebet. Seit nunmehr über 800 Jahren können sich die Meißner, dank Bischof Benno, an dem göttlichen Getränk laben. Von der Terrasse des ehemaligen Bischofsschlosses haben sie nicht nur einen schönen Blick auf die Stadt. Bei besserem Wetter, als wir es erwischen, können sie auch die Weinhänge am rechten Elbufer erspähen. Yeah. Hey. Die Albrechtsburg. Im 15. Jahrhundert waren die herrschenden Wettiner auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Natürlich sollte dies auch äußerlich mit einer neuen, prunkvollen Residenz zum Ausdruck kommen. König Heinrich Meißen begründete, beauftragten nun 1470 die Prinzen Ernst und Albrecht von Wettin den Baumeister Arnold von Westfalen mit dem Bau eines luxuriösen Wohnsitzes. Gelungen ist ihm der erste Schlossbau Deutschlands. Die Prinzen konnten durch noch nie dagewesene Gewölbekonstruktionen wandeln, lichtdurchflutet im Gegensatz zur bisherigen düsteren Burg. Leider zog sich die Bauzeit hin. Und noch bevor das Schloss vollendet war, hatte der Nachfolger der Prinzen, Herzog Georg, seinen Regierungssitz nach Dresden verlegt. Das erste und älteste Schloss Deutschlands verfiel. Erst 1710 wurde es hier wieder spannend. Der junge Apothekergeselle Johann Friedrich Böttger erfindet zwar nicht das versprochene Gold, wohl aber gleich Wertvolles, das weiße Porzellan. Die dicken Mauern der Albrechtsburg schienen August dem Starken top secret genug, um hier die erste Porzellanmanufaktur Europas einzurichten. Auf dem Burgberg begann wieder ein reges Treiben. Nur einen Katzensprung bis zur Arbeit hatte es der berühmte Porzellanmodellmeister Johann Joachim Kendler. Er wohnte genau neben dem Domkeller, der seit dem 15. Jahrhundert betriebenen ältesten Lokalität Meißens. Bei einem guten Schöppchen können Sie bis heute den Ausblick genießen. Schritte weiter wohnte der Maler Ludwig Richter. Er war 8 Jahre als Zeichenlehrer in der Manufaktur tätig. In die Burgstuben konnte er noch nicht einkehren. Die gibt's erst seit einem Jahr. Allerdings soll es früher 365 Wirtshäuser in Meißen gegeben haben. Und die Kuriere des Königs, die das Porzellan für den Dresdner Hof holten, traf man dort nicht selten an. Seit 1861 befindet sich die Manufaktur im Triebestal. Mit dem Hohlhubel beginnt, wie wir ja unschwer selbst auf Japanisch verstehen konnten, die Arbeit des Porzellanformers. Bis heute hat beim echten Meißner alles Hand und Fuß. Bei einer Führung durch die Schauwerkstätten können Sie die Herstellung in aller Ruhe verfolgen. Und die ist ziemlich spannend. Jeder Mitarbeiter muss sein Handwerk gar meisterlich beherrschen. Jede Ausbildung dauert 3 bis 4 Jahre. Und man sagt, noch mal so lange und man kann's. Aus der Porzellanmasse in streng geheimer Rezeptur muss hier, wie vor 280 Jahren, jedes einzelne Teil geformt werden.
Durch das Brennen im Ofen verkleinert sich zwar die Form, doch mit solch prächtigen Farben verliert das Meißner keinesfalls an Größe. Die Aufgabe des Bossierers ist es, alle Teile so kunstvoll zu modellieren und so zusammenzusetzen, dass es wie aus einem Guss erscheint. Ein Puzzlespiel, bei dem Liebe zum Detail und Berufserfahrung unabdingbar sind. Bei dieser Plastik müssen nur 20 Teile zusammengefügt werden. Rund einen Tag Arbeit. Da können Sie sich vorstellen, wie lange es braucht, um solch ein Prachtstück erstrahlen zu lassen. Das berühmte Zwiebelmuster. Die Zwiebel ist eigentlich ein Granatapfel. Aber irgendeiner muss das ohne Brille falsch gedeutet haben. Das Muster wird, wie es fachmännisch heißt, unter die Glasur gemalt. So sieht das leuchtende Kobaltblau vor dem Brennen aus. Und so kennen wir es. Seit 1723 kommen auch die berühmten Schwerter unter die Glasur. Die Dekormaler letztlich sind die Meister der Farben und Motive. Sie können aus 10.000 verschiedenen Farbmixturen wählen. Und auch sie müssen exakt wissen, wie sich die Farben im Feuer verändern oder wie satt ein Goldrand erstrahlt. In der Schauhalle können Sie sich von der Pracht des weißen Goldes verzaubern lassen. Natürlich können Sie alles, was hier ausgestellt ist, auch bestellen. Vielleicht die Prunkterrine aus dem berühmten Schwanenservie für 100 Personen, dessen Besitzer Graf von Bröhl war. Sie brauchen dafür nur zwei Dinge: 22.539 Mark und ein Jahr Geduld bis zur Lieferung. Hiermit spielen wir auf die allerneueste Welle der blauen Schwerter an. Die Schöpferin dieser Kreation Wellenspiel ist Sabine Wachs, eine Frau, etwas ungewöhnlich in dieser Männerdomäne bislang an der Porzellanmanufaktur. Woher kam eigentlich die Idee für diese Kreation? Ja, am Anfang stand die Suche nach einer für Meißen passenden Grundidee. Und da ist erstmal begonnen worden, ja, also mit der Überlegung, was ist eigentlich meißentypisch? Und für meißentypisch ist schon mal so eine bewegte Außenkontur. Neben dem Design haben Sie auch das Dekor entwickelt. Das ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich. Wie sind Sie drauf gekommen? Also hier ist immer so ein Jägertier und ein gejagtes. Mhm. Auf jedem Stück, also jetzt zum Beispiel ein Fuchs und diese Hühner da im Beute Hintergrund. So ungefähr, also mitten aus dem Leben gegriffen. Aber das ist trotzdem nicht der Grund, so ein Dekor zu machen, sondern die Tiere und diese straffen Formen, die gebracht worden sind, diese Abstraktion, die passen wunderbar zu diesen ganzen Randelementen. Nun landen diese teuren Stücke ja eigentlich meist in der Vitrine und werden gar nicht als Gebrauchsgegenstand genutzt. Stört Sie das? Also eigentlich sind schon die alten Meißner Geschirre die absoluten Gebrauchsgegenstände gewesen. Ja. Die sind natürlich wahnsinnig dekorativ, aber eigentlich, das sind Sachen, die sind für die Benutzung da und dass man sich im Gebrauch daran freut. Die erklären sich eigentlich erst durch den Gebrauch und nicht in der Vitrine. Und das Risiko, allein mal 1.000 Mark fallen zu lassen, muss man eingehen. Das müssen Sie eingehen. Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke Nacht die Augen hell. Mach doch nur kein bös Gesicht, sei doch lustig, kralle nicht. Traust du einmal auf die drei, das sei die Fancy. Schwebe wieder mir frei, und ich glaub den Kühn.
Ja, fass ich's denn? Die Kuriere des Königs beim fröhlichen Zechen. Immerhin saufen die auf historischem Boden, hinterm Tuchmachertor an der Luthereiche. Denn wie sagte Luther schon, wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Da wir gerade bei Luther sind, wusstest du eigentlich, dass unser Neuhochdeutsch aus Meißen stammt? Luther suchte für seine Bibelübersetzung eine allgemeinverständliche Sprache und übernahm die der kurfürstlichen Meißnerschen Ganselei. Als Luther die Bibel wälzte, gab es längst auch schon die Meißner Frauenkirche. Und einen Blick von oben sollten sie nicht versäumen. Zuallererst schaut man wieder auf frisch gedeckte rote Dächer. Bis zur Wende glaubten wohl die wenigsten Meißner, dass ihre Stadt noch vor dem Verfall bewahrt werden kann. Rettet Meißen jetzt! Inzwischen hat sich jede Menge getan. Natürlich, Altstadtsanierung ist ein Prozess. Aber mit dem ungewollten Dornröschenschlaf ist es vorbei. Die Meißner küssen jetzt von selbst. Ein Beispiel ist das kleine Haus. Heute eine Pension für Liebhaber des Besonderen. Vier hübsche Zimmer und eine Ferienwohnung. Einst wohnten hier Tuchmacher und Leineweber, später Künstler der Porzellanmanufaktur. Dann verfiel es gründlich. Zum Glück verliebte sich eine starke Frau, Monika Meyer, in das Kleinhaus. Allein 200 Tonnen Bauschutt holte sie mit der Familie und Freunden Wochenende für Wochenende hier raus. Ja, Frau Meyer, jetzt können wir ganz gemütlich hier auf der Terrasse sitzen. Aber Sie mussten doch ganz schön rackern in diesem kleinen Haus. Gab es irgendeinen Augenblick, wo Sie dachten, jetzt schaffe ich es nicht mehr? Oh ja, die gab es. Zum Beispiel, als wir das Fachwerk freigelegt haben und ein fürchterlicher Verfall zum Vorschein kam, habe ich gedacht, das wird nie wieder ein Haus. Aber die Fachleute haben mich eines Besseren belehrt und das Resultat sieht man ja. Und die Mühen haben sich gelohnt? Die Mühen haben sich gelohnt, ja. Überzeugen Sie sich doch selbst davon, liebe Zuschauer, denn diesmal können Sie bei uns ein Wochenende im kleinen Haus in Meißen gewinnen und dazu eine Weinverkostung. Wir möchten nur eines von Ihnen wissen. Wann wurde in Meißen zum ersten Mal Wein angebaut? War es A im 12. Jahrhundert, B im 14. oder C im 18.? In der letzten Sendung hatten wir nicht nach Weinbergen gefragt. Wir wollten von Ihnen wissen, wie der zweithöchste Berg Sachsens heißt. Es ist natürlich der Auersberg. Auf ein Wochenende im Berggasthof Wildenthal kann sich freuen Wolfgang Vogt in der Hans-Marchwitzer-Straße 16 in Leipzig. Vom kleinen Haus ist es nicht mehr weit bis zu jenem Ort, wo sich das Geheimnis des Meißner Schielers endlich lüften lässt. Wer den Weg in Richtung Freiheit wählt, gelangt zum Gymnasium St. Afra. In den Gemäuern des ehemaligen Klosters wurde bereits 1543 eine Fürstenschule eingerichtet. Sehr fortschrittlich damals, denn auch die Kinder einfacher Leute konnten hier studieren. Die prominentesten Schüler waren die Dichter Gellert und Lessing. Ja, schon damals tranken die Studiosi gern ein bis etliche Schöppchen. Vor allem diesen Rosé, der war schon billig. Die reichen Meißner ließen sich nur roten oder weißen einschenken. Sie hielten überhaupt nichts vom Rosé, denn den tranken ja nur die Schieler. Daher auch der Name Meißner Schieler. Hierhin, wo die teuren weißen und roten Tropfen lagern, kamen die Schieler wohl nie. Die Wurst in früheren Leben eine Reblaus gewesen sein. Ja, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ich auch nicht trinken, sondern essen. Wir sind im romantischen Weinkeller der Sächsischen Winzergenossenschaft. Und auch Sie können sich hier zu einer Kellerführung verführen lassen. Arne Reblaus ist Kellermeister Frank Dötmann sicher nicht, wohl aber der gute Geist über 15, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgezeichnete, sprich prämierte Spitzenweine. Ja, Herr Kellermeister, welch edlen Tropfen haben Sie uns denn mitgebracht? Ich habe Ihnen hier ein 95er Ruländer Kabinett mitgebracht. Den wir jetzt mal
gemeinsam probieren wollen. Ein Glas Wein. Woran erkennt man eigentlich einen guten Wein? Ja, es gibt ja die vier bekannten Kriterien, nachdem man einen Wein urteilt: die Farbe, die Klarheit, das Bouquet und der Geschmack des Weines. In der Reihenfolge verkostet man auch. Man beginnt also mit der Klarheit. Und wenn man jetzt probiert, man versetzt also den Wein im Glas ein bisschen in die Drehbewegung, damit die Bouquetstoffe sich schön entfalten können. Dann nimmt man das Glas nicht einfach vor die Nase und riecht tief hinein, sondern man führt immer das Glas leicht an der Nase vorbei und, wie wir sagen, er schnüffelt dabei das Bouquet. Wenn Sie jetzt den Wein probieren, dann macht man das genauso. Man nimmt also einen kleinen Schluck in den Mund und diesen kleinen Schluck reichert man so ein bisschen mit Luft an, damit sich das Bouquet schön entfaltet. Und das ist dann also dieses bekannte Schlürfen des Weines. Mal ganz ehrlich, wie viele von diesen Proben können Sie eigentlich pro Tag vertragen? Ich habe schon Proben mitgemacht, wo so unter 100 Weine probiert worden sind. Und da sind Sie dann auch stehend rausgekommen? Ja, ja. Seit dem 12. Jahrhundert wird in Meißen Wein angebaut. Heute gibt es hier rund 2500 Hobbywinzer. Und zu einem wollen wir Sie noch entführen, zu Bernd Kämpfe und seinen urgemütlichen Weinterrassen. Der Gewinner unserer Preisfrage kann sich bei ihm auf eine Weinverkostung freuen. Und wer will, kann hier sogar Urlaub beim Winzer machen. Eine Frage wollten wir bei unserer Stippvisite noch loswerden. Herr Kämpfer, verraten Sie es uns. Was ist das Besondere am sächsischen Wein? Ja, der sächsische Wein ist ein in der Regel trocken ausgebauter Wein. Man sagt ja, ein trockener Wein sei wie eine Dame ohne Make-up. Es ist ein leichter, frischer, spritziger Wein, der jung getrunken am besten schmeckt. Und es ist an sich auch der teuerste Wein in Deutschland. Ist es nun so eine Rarität oder warum kostet er so viel? Ja, bei der Beantwortung dieser Frage könnte man auch davon ausgehen, warum ist das Meißner Porzellan so teuer? Nun, weil es qualitätsmäßig gut ist und weil es rar ist. Was fummelst du an mir? Guck doch mal, da sind sie wieder, die Kuriere des Königs. Aber diesmal scheinbar ziemlich nüchtern. Mhm. Und weißt du auch warum? Nee. Die müssen einen Meißner Fummel heil nach Dresden bringen. Ein was? Eine was? Die Meißner Fummel. August dem Starken reichte es irgendwann, dass seine Kuriere immer sturzbetrunken aus Meißen zurückkehrten. Er befahl der dortigen Bäckerzunft, ein leicht zerbrechliches Gebäck herzustellen, das ganz am Hof vorzuzeigen war. Der Schieritzer Reitverein will im nächsten Sommer den historischen Fummelritt wieder ganz groß aufleben lassen. Konditormeister Zieger fummelt als einziger nach streng geheimer Rezeptur die Meißner Kuriosität bis heute. Schöne Fummelei. Während die Kuriere versuchen, die Fummel heil nach Dresden zu kriegen, bleiben wir in Meißen. Der Abend ist noch jung und wo kehrt man ein? Natürlich in eine der romantischen Weinstuben Meißens. Der Besuch bei Vinzenz Richter ist ganz sicher ein Höhepunkt. Und wer will, kann hier auch so empfangen werden. Vier Sterne hat Meißen, uralt und fein. Den Burgberg, die Schwerter, den Vinzenz, den Wein. Das alte Innungshaus der Tuchmacher wird 1873 von einem leidenschaftlichen Sammler und Weinliebhaber erworben, dem Oberst der Kaiserlichen Armee, Vinzenz Richter. Bis heute wird die Weinstube aufgenommen in den weltweiten Romantikführer in Familientradition fortgeführt. Herr Herrlich, welche Schätze und Raritäten haben Sie denn hier in Ihrer Familiensammlung? Frau Madeleine, Schätze sind das viele. Das Detail ist erstmal unwesentlich, sondern die Sammlung insgesamt, weil sie 500 Jahre alt ist, weil sie nicht als Museum hier hängt, sondern für die Gäste, beim Wein, beim Speisen, dass man sich wohlfühlt. Das ist eigentlich der Schatz von Vinzenz Richter. Im Detail zwischen Ramsch und Kunst ist alles da. Das vielleicht wertvollste ist diese Urkunde, das Original hat Vinzenz Richter.
Das ist das Schreiben von Böttcher an Augusten Staaken über die Erfindung des Porzellans. Und dann haben wir hier noch etwas ganz Seltenes, vielleicht noch das einzige erhaltene Feuerrohr der Türmer in den mittelalterlichen Städten, so auch in Meißen. Und sie hatten die Zeiten anzusagen, das Feuer und die brennt und das klang dann so. Liebe Leute, lasst euch sagen. Die Folterkammer unseres Hauses ist so wichtig wie die Weinstube und wie der Weinkeller. Alles ist original, was Sie sehen. Und das Wichtigste ist, wir wollen an einer jungen Dame ein Gerät probieren. Um zur Auswahl zu kommen, haben wir drei Regeln. Es muss eine Jungfer sein. Und Jungfer sein in dem Haus ist die Hausregel 1, ist keine Schande. Hausregel 2 besagt, Jungfer in dem Hause ist die, die noch nie oder diese Woche nicht. Und Jungfer ist nach der Hausregel 3 die Jüngste oder die Ehrendame. An der wollen wir auch die Ketten anlegen. Ja, was haben wir jetzt vor mit mir? Zu foltern. Haha, wie schön. Oh, liebe Zuschauer, ich weiß jetzt wirklich nicht, was der Herrlich hier vorhat mit mir. Und bevor ich es Ihnen nie wieder sagen kann, denken Sie bitte an unsere Preisfrage. Ein Wochenende im kleinen Haus und eine Weinverkostung auf den Weinterrassen von Bernd Kämpfe erwarten Sie. Eines müssen Sie uns nur sagen. Wann wurde in Meißen das erste Mal Wein angebaut? War es A. im 12. Jahrhundert, B. im 14. oder C. im 18. Schreiben Sie an den MDR, Landesfunkhaus Sachsen, Redaktion unterwegs, Döbelner Straße 130 in 01129 Dresden. Und wenn Sie noch Fragen zur Sendung haben, dann legen Sie bitte einen frankierten Rückumschlag bei. Aber jetzt wird erst gefoltert und dazu brauchen wir einen Folterknecht. Ja, gut, dass ich gerade in der Nähe bin. Der Folterknecht darf aber nicht foltern, er muss die Jungfer befreien. Ach so. Und das muss schnell gehen, sonst entsteht ein Problem. Ach, das klappt, das ist mir gespannt. Oh, schnell, wir haben keine Zeit mehr. Obwohl, am nächsten Sonnabend sind ja zum Glück erstmal die Thüringer dran. Die sind dann unterwegs an Saale und Ilms. Hausregel 4 besagt, der Folterknecht muss pro Schlag eine Stunde in unseren Weinberg arbeiten gehen. Eine weitere Hausregel besagt aber, er braucht es nicht tun, wenn die Jungfer in derselben Anzahl der Schläge ihn von der Arbeit freiküsst. Ja, das hat der Herrliche herrlich eingefädelt. Eigentlich wollten wir am 9. November in Breslau sein, unterwegs bei Sachsens Nachbarn. Aber wie es jetzt aussieht, gibt es wahrscheinlich einen großen Arbeitseinsatz im Weinberg. Madeleine, du musst mir jetzt helfen, bitte. Mal sehen. Schauen Sie doch mal am Weinberg vorbei, wenn Sie vielleicht beim nächsten Mal in Meißen sind. Wir sehen uns wieder am 9. November. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.